MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Katharina Sichler. Neues aus unseren bayerischen Bistümern. Heute das Bistum Passau. Adoratio 2024, das ist ein Glaubenskongress. Veranstaltet wird er vom Bistum Passau in Kooperation mit den Bistümern Augsburg und Eichstätt. Vom 14. bis 16. Juni findet Adoratio wieder in Altötting statt. Und wir sprechen jetzt mit Katharina Hauser vom Referat Neuevangelisierung im Bistum Passau. Die kann uns nämlich sagen, was genau da alles auf dem Programm steht. Frau Hauser, das Thema lautet »Das Geheimnis des Glaubens«. Was steckt hinter dem Thema? Also es gibt da ein Zitat, das heißt, das große Geheimnis der Christen ist die Freude. Und ich glaube, wenn man heute so in die Medien schaut, ist Freude jetzt nicht unbedingt das allererste, was man mit den Christen verbindet oder uns Katholiken, leider. Aber ich glaube, was man mit den Christen verbindet, ist das Thema Gebet. Und bei uns Katholiken speziell auch das Thema Eucharistie. Und das ist ein sehr großes Geheimnis und darum geht es auch bei Adoratio. Also was hat dieses Geheimnis auch mit meinem Leben zu tun? Jeder, der am Sonntag in die Messe geht, kennt vielleicht diesen Ausruf vom Priester. Der sagt irgendwann ganz laut Geheimnis des Glaubens. Und dann antworten alle, die im Gottesdienst sind, deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das ist so ein bisschen die Zusammenfassung von dem, was wir Christen glauben. Und über genau dieses Geheimnis wollen wir dieses Jahr bei Adoratio ganz besonders nachdenken. Es gibt auch wieder prominente Referenten und Zelebranten, sei es bei den Vorträgen oder auch bei den Gottesdiensten. Wer kommt denn alles? Also einerseits ist natürlich unser Bischof Stefan hier aus Passau dabei. Dann haben wir auch einen Mönch aus Heiligenkreuz, den Pater Johannes Paul Schawan. Der spricht eben ganz konkret auch über das Geheimnis des Glaubens. Also so, was feiern wir zum Beispiel am Gottesdienst in der Heiligen Messe? Dann kommt auch Bernadette Lang, eine Theologin und Referentin aus Salzburg. Dann dürfen wir auch eine bekannte Sängerin begrüßen, die Veronika Lohmer aus dem Gebetshaus in Augsburg. Und es kommen auch sonst einige Bischöfe, zum Beispiel aus Eichstätt, Gregor Maria Hanke, dann aus Görlitz, der Bischof Ippold und auch aus Köln, der Kardinal Wölki. Also viele Namen, die man auch kennt. Und am Samstag gibt es dann ein umfassendes Workshop-Angebot. Um was geht es da? Exemplarisch vielleicht, es geht einerseits um ganz viele Themen so rund ums ganze christliche Leben. Wir haben zum Beispiel einen Workshop, der heißt Lifehacks für mehr Fröhlichkeit, wie der Glaube in meinem Alltag zur Freude werden kann. Also so ganz konkret, was hat der Glaube so mit meinem Leben und wieder mit der Freude zu tun. Dann haben wir auch ganz viele Workshops zum Thema Gebet. Und dann ist eine große Kategorie der Workshops auch noch das Thema Evangelisierung. Also die Frage, wie können wir den Glaube heute so leben, auch über den Glaube sprechen, dass es für Leute wieder attraktiv ist und dass Leute auch wieder Heimat in der Kirche finden können. Ein sehr breites Angebot an Workshops, das sind 26 Stück und ich denke, da ist für jeden was dabei. Sie haben ja gerade schon gesagt, ein breites Angebot. Wo finde ich denn jetzt alle Infos so gebündelt? Einerseits auf unserem Instagram-Kanal Adoratio-Kongress und natürlich auf unserer Homepage www.adoratio-altötting.de. Kommen kann wirklich jeder, der auch eine, würde ich sagen, eine hoffnungsvolle und freudige Kirche erleben will und der auch seiner Seele mal was Gutes tun will. Anmelden kann man sich auch auf unserer Homepage www.adoratio-altötting.de. Das war Katharina Hauser vom Referat Neuevangelisierung im Bistum Passau. Sie hat uns Infos rund um den Glaubenskongress Adoratio 2024 gegeben. Der findet nämlich vom 14. bis 16. Juni in Altötting statt. Wie alle 14 Tage heißt es auch heute wieder Vergelt's Gott. Der fröhlich-katholische Podcast mit Pfarrer Josef Heck und Kabarettist Wolfgang Krebs. Servus ihr beiden, schön, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Servus, grüß Gott. Das war jetzt ja im Einklang. Ja, im Einklang, wir sind so harmonisiert, das ist Wahnsinn. Sehr gut. Aber alle drei schon. Wolfgang, ihr hattet ja beim letzten Mal das Thema Barmherzigkeit. Worüber sprecht ihr denn die Folge? Verratet's mir mal. Also dieses Mal reden wir über das Thema Caritas. Und das ist so ähnlich wie Barmherzigkeit, aber Caritas heißt natürlich nochmal was anderes. Caritas heißt, wie ich gelernt habe, Nächstenliebe.
Und von wem hast du das gelernt bekommen? Vom Josef, der Pfarrer Josef hat das genau deutlich erklärt, Caritas. Ich bin schon vorbereitet auf den Podcast, aber ich frage natürlich dann manchmal ein bisschen kindlich nach, aber einfach auch, weil es dann oft was mehr Spaß macht. Und ich logge ihn natürlich dann raus und dann kann er eine sehr kompetente Antwort geben. Also das ist ein Laie und ein Priester oder ein Pfarrer, das ist doch eine schöne Kombination. Absolut, absolut. Und ich glaube, der Pfarrer kann dann auch noch vielleicht ein bisschen was anderes zur Nächstenliebe sagen. Da bin ich gespannt. Also, ja, aber auch nur, Wolfgang, weil du ja vom Präbi-Brunnen erzählt hast. Ja, stimmt, ja. Weil ich gesagt habe, ich fahre bald nach Rom. Also jetzt lösen wir ein bisschen auf, genau. Boah, ich fahre bald nach Rom. Da bin ich neidisch, ja. Und da gibt es echt einen Zusammenhang zwischen dem Trevi-Brunnen in Rom und eben der Caritas. Das den du mir jetzt verrätst. Nein, das würde ich nicht verraten, weil das hören wir dann im Podcast hören. Das sagt man, da spoilern wir jetzt was, sagt man neuerdings immer, gell? So junge Leute, die sagen, und Nächstenliebe, also ein spoilern. Bisschen was kannst ein bisschen. Du mir ja, aber Nächstenliebe können wir schon was sagen. Nächstenliebe, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Aber nicht mehr. Und auch nicht weniger. Große Verwirrung. Ich wollte gerade sagen. Ja, das hat sich ergeben, mein Highlight, weil der Pfarrer Josef gesagt hat, das war ein ziemlich kluger Gedanke von mir. Und das, ich als Laie habe meinen klugen Gedanken, boah, was für eine Anerkennung heute. Also die wird mir jetzt mal alle 10 Jahre zuteil und das war heute hier. Mhm. Es wird also richtig spannend und eben es geht um die Caritas, das sind die kirchlichen Hilfsdienste, die katholischen Hilfswerke Caritas, die sehr, sehr viel Gutes machen. Manchmal ganz im Verborgenen und ganz also nicht groß sichtbar oder eben auch bei Großschadensereignissen wie zum Beispiel auch beim Hochwasser hier in Bayern ist die Caritas immer gut zur Stelle und bringt das gesammelte Spendengeld oder auch die Kirchensteuermittel hier wirklich gut an hilfsbedürftige Menschen. Okay, dann bin ich gespannt und vor allem bin ich gespannt, was der Trevi-Brunnen mit Nächstenliebe zu tun hat. Also hören wir rein in die neue Folge Vergelt's Gott, dem fröhlich-katholischen Podcast mit Pfarrer Josef Feck und Kabarettist Wolfgang Krebs. Ab sofort wieder überall, wo es Podcasts gibt, auf innehalten.de und heute Abend ab 19 Uhr, gleich nach dem Gottesdienst aus dem Liebfrauendom, auch hier bei uns im MKR. Diese Woche ist es soweit. Endlich! Die Fußball-Europameisterschaft beginnt. Hier bei uns in Deutschland. Wer da noch passende Lektüre sucht, Pfarrer Rainer Maria Schießler ist begeisterter Fußballfan und hat das Buch Im Fußballhimmel – Meine schönsten Geschichten vom heiligen Rasen geschrieben. Darin geht es um Fangesänge und Fangemeinschaft, Siege und Niederlagen. Und Schießler stellt die Frage: Was haben eigentlich Fußball und Kirche gemeinsam? Die Leute hören immer, wenn da die Rede von ist, gibt es einen Fußballgott und natürlich gibt es keinen Fußballgott. Und trotzdem hat dieses Spiel was mit unserem Glauben zu tun. Und neben meiner persönlichen Geschichte, was mir der Fußball bedeutet, von Kindesbeinen an, habe ich mich halt auf die Suche gemacht, wo sind die Parallelen, wo sind die Überschneidungen und wo müssen wir unbedingt da Grenzen ziehen. Ja, und der Seelsorger, der hatte auch gleich ein überzeugendes Beispiel parat, den Vergleich Gottesdienst in der Kirche und Fußballspiel im Stadion. Schon von der ganzen Aufmachung her, sowohl auf dem Rasen, diese Spieler, das sind die Liturgen, die Schiedsrichter sind die Hohenpriester, die Trikots sind die Gewänder, aber auch im Rund des Stadions. Man nennt es halt modern Choreografie, ursprünglich hieß es Liturgie. Und wenn man das sieht, die Vorbereitung, die Gesänge, der Einzug, das ist alles Gottesdienst. Glaube und Fußball, beides begleitet den Pfarrer schon fast ein Leben lang. Seit bald 40 Jahren ist er Seelsorger und schon als Bub hat er im Hinterhof gekickt. Ehrensache, dass er natürlich in den nächsten Wochen die EM verfolgt. Ich finde einfach diese Leidenschaft derer, die es betreiben, hoffen wir mal, dass sie gut laufen da auf dem Feld, und derer, die da zuschauen, das, was man heute bis ins Wohnzimmer rein, gebracht bekommt, diese Gestik, diese Mimik, das, die Freude und das Leiden, das ist schon etwas unglaublich Mitreißendes. Das Buch Im Fußballhimmel – Meine schönsten Geschichten vom heiligen Rasen ist im Bene Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Sie können es in unserem Shop michaelsbund.de oder in der Buchhandlung Michaelsbund kaufen. Sich noch einmal ganz neu erfinden, das ganze Leben umwerfen und seinem Herzen folgen. Das kann ein Plot für einen sehr kitschigen Roman oder auch für einen sehr lebensklugen, wie den neuen Roman des bekannten irischen Autors Calum Turbin sein.
Gabi Hafner war bewegt von dieser Dreiecksgeschichte. Und warum, das erfahren Sie gleich in unserem Lesetipp. Münchner Kirchenradio. Literatur. Gibt es eine zweite Chance, eine verloren gegebene Liebe leben zu lassen? Kann man in der zweiten Lebenshälfte neu anfangen, auch wenn das bedeutet, die enge Bindung etwa an seine Kinder entscheidend zu beschädigen und auch viel Liebgewordenes aufzugeben? Callum Tobin spielt in seinem neuen Roman Long Island diese Fragen vor dem Hintergrund der konservativen, traditionsorientierten Gesellschaft im Irland der 70er Jahre durch. Die Handlung. Eilish Lacey packt zum ersten Mal nach 20 Jahren für einen Heimatbesuch in Irland. Anlass ist der bevorstehende 80. Geburtstag ihrer Mutter. Doch der Grund für die Reise ist ein ganz anderer. Eilish Ehemann hat ein uneheliches Kind gezeugt. Seine italienische Großfamilie wird es aufnehmen, obwohl Eilish von Anfang an kategorisch erklärt hat, sie wolle mit diesem Kind nichts zu tun haben und es auch nicht in den benachbarten Häusern der Familie aufwachsen sehen. Also bricht sie auf. Tochter und Sohn werden zum Geburtstag der Großmutter nachkommen. Wird sie danach überhaupt zurückkommen? Sie weiß es nicht. Das Willkommen bei ihrer Mutter in Enniscorthy ist kühl. Seit dem Tod ihrer älteren Schwester Rose ist Eilish nicht mehr zu Hause gewesen. Ihre frühere beste Freundin Nancy immerhin freut sich über das Wiedersehen und lädt Eilish ein zur Hochzeit ihrer Tochter. Damals, in der Zeit nach der Beerdigung ihrer Schwester, hatten sie ein Kleeblatt aus Freunden gebildet. Nancy und ihr Mann George, dessen Freund Jim Farrell und Eilish. Ganz abrupt war Eilish dann zurück nach Amerika gereist. Was die anderen nicht wussten, nicht einmal ihre Mutter, Eilish war damals schon mit Tony verheiratet. Nun begegnet sie Nancy also wieder, die sich inzwischen als Witwe mit einer Fish-and-Chips-Bude durchschlägt und auch ihre alte Liebe Jim Farrell, den Besitzer des gediegensten Pubs in der Stadt, wird sie früher oder später wieder treffen. Was keiner weiß, zumindest nicht offiziell, Nancy und Jim treffen sich seit einiger Zeit heimlich und sind sich einig, dass sie nur noch etwas Zeit verstreichen lassen nach der Hochzeit der Tochter, um ebenfalls zu heiraten. Nancy hat große Pläne. Sie möchte, dass sie sich in Rom das Jawort geben. Danach würde sie das Imbissgeschäft an den Sohn übergeben und einen Bungalow draußen am Stadtrand bauen. Gegen die Gefühle, die nun aufbrechen, als Eilish und Jim sich wiedersehen, keine Chance. Selbst ein beherrschter und zurückhaltender Typ wie Jim hat Schmetterlinge im Bauch und in seinem Kopf gibt es plötzlich eine Parallelwelt. Jim spricht davon, mit Eilish nach Amerika zu gehen. Klar ist ihm auch, dass er Nancy nicht verletzen will. Er trifft sich weiter mit ihr, hört sich ihre Pläne an. Klarheit schafft er nicht, obwohl er seine Entscheidung getroffen hat. Nancy ihrerseits reimt sich nach und nach zusammen, was Sache ist, und versucht nun, Tatsachen zu schaffen. Spannungsfaktor. Diese Beziehungsgeschichte ist wirklich aufwühlend. Und da der Autor seine Figuren nicht über ihre Gefühle sprechen lässt und sie entscheidende Aussprachen verschieben oder ihnen bewusst ausweichen, bleibt viel Unausgesprochenes und viele Möglichkeiten stehen offen. Ich habe jedenfalls festgestellt, wie sehr mich diese Geschichte beschäftigt hat, über die Lektüre hinaus. Ich war gefesselt. Callum Tobin steigert ganz langsam die Dramatik im Beziehungsdreieck. Jede Handlung bedingt eine Reaktion der anderen beiden Beteiligten. Doch keiner lässt sich in die Karten schauen. Der Autor. Callum Tobin ist 1955 in Enniscorthy geboren, also in der Stadt, in der auch Long Island spielt. Er ist einer der bedeutendsten irischen Autoren der Gegenwart. Das zeichnete sich schon nach seinem ersten Roman »Der Süden« ab. 1994 erschienen und enthusiastisch gefeiert. Insgesamt hat er 11 Romane verfasst, darunter auch ein Porträt des Schriftstellers Henry James. Manchmal konzentriert er sich auf eine einzige Figur, manchmal geht es auch um Familien. Schreiben? Das bedeutet für ihn, etwas zunächst Formloses in eine Struktur zu bringen, sodass jemand seine Story aufnehmen und sich zu eigen machen könne, so sagt er. Fazit. Long Island ist ein intensives und lebenskluges Buch, das nachdenklich macht darüber, was man wirklich in seinem Leben selbst gestaltet und wie viele Entwicklungen und Entscheidungen durch die Menschen um einen herum beeinflusst werden. Callum Tobin erzählt mit Weitblick und Menschenkenntnis. Angesichts einer neu aufgeflammten alten Leidenschaft lässt er seine Figuren auf die Suche gehen nach dem, was ihnen im Leben am wichtigsten ist. Ein Roman, eher für Menschen, die selbst schon auf ein paar Lebensjahrzehnte zurückschauen können. Und ein Roman, der bewegt, egal was man schon alles erlebt hat.
Der irische Roman, der kostet 26 Euro und kaufen können Sie ihn zum Beispiel in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Und wenn Sie jetzt noch mehr über das Buch erfahren wollen, die ausführliche Version des Buchtipps, die finden Sie als Podcast unter dem Stichwort Ein Buch überall da, wo Sie Podcasts hören. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast. MKR, mehr Tiefgang für den Süden.